Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Antwort auf unseren Antrag, den halten wir ja fast schon für mehr als unbefriedigend. Manchmal kann man ja auch aus den Dingen etwas herauslesen, wo nichts drinsteht. Und es kommt ja nicht so oft vor, dass dann die Stellungnahme kürzer ist wie der Antrag, den man stellt. Wir haben Verständnis für die Anlaufphase. Wir haben es ja heute auch gehört. Auch im Verkehrsministerium braucht es eine Anlaufphase. Insofern ist es immer wieder bemerkenswert, gegenüber der Bahn wird wortgewaltig argumentiert, gegenüber dem Parlament ist dann doch etwas wortkarg. Warum für diese Stellungnahme dann noch eine Fristverlängerung notwendig war, ist uns fast schon rätselhaft und schleierhaft. Der Lenkungskreis hatte am 30. Mai getagt und hier wurde aufgeführt in der Antwort des Verkehrsministeriums, dass die Zahlen noch plausibilisiert werden müssten. Und wir fragen uns natürlich innerhalb dieser Frist, ob inzwischen diese Zahlen plausibilisiert wurden. Genauso wurde angezweifelt die Kosten des Baustopps von 410 Millionen Euro. Hier heißt es, die Angaben sind noch nicht nachvollziehbar. Da hätte uns natürlich auch noch interessiert, ob es zwischenzeitlich Rückfragen zu diesem Thema gibt. Erfreulich ist natürlich in der Zwischenzeit, dass es zu keinem weiteren Baustopp gekommen ist. Wir gehen davon aus, dass die grün-rote Landesregierung offensichtlich doch erkannt hat, dass die finanzielle Beteiligung des Landes an einem Baustopp in keiner Weise zu verantworten wäre. Wohl auch deshalb wurde im Lenkungsausschuss auf einen entsprechenden Antrag seitens des Landes verzichtet. Auch dies legt den Schluss nahe, dass die Landesregierung entgegen der Stellungnahme eben sehr wohl weiß, welche finanziellen Folgen entstünden. Da fragen wir uns aber, warum steht in der Stellungnahme dann überhaupt nichts dazu drin? Es ist natürlich eine Binsenweisheit, dass Projektstopps bei Bauprojekten immer mit erheblichen Kosten verbunden sind. Und wenn man nicht persönlich betroffen ist und wenn man da nicht monetär betroffen ist oder persönlich haften muss dafür, kann man natürlich mit solchen Forderungen ja auch viel lockerer umgehen. An der Stelle möchte ich einfach auch darauf hinweisen, wenn die Projektpartnerschaft, so wie es hier gepflegt wird, natürlich eher auf Konfrontation abgestimmt ist, dann braucht man sich nicht wundern, dass natürlich ein Projekt in dieser Form viel schwieriger laufen wird, als wenn die Projektpartnerschaft ordentlich läuft und die Projektpartner auch in einem Strang ziehen. Die Stellungnahme heißt dann bei unserer Frage, aus welchem Haushaltstitel Sie eine eventuelle Beteiligung des Landes an den Kosten des Baustopps zu erbringen beabsichtigt, dass die Landesregierung es vorteilhafter sieht, dass man so lange aussetzt, bis die Volksabstimmung durchgeführt wird. Da fragen wir uns natürlich, wenn eine Volksabstimmung denn kommen sollte, möglicherweise erst 2012 kommen sollte, kann das doch nicht im Ernst eine Forderung der Landesregierung sein, dass die Bahn diese Kosten vollständig übernimmt. Wenn gemäß der Antwort des Verkehrsministeriums den laufenden Verhandlungen zwischen der Landesregierung und der Deutschen Bahn AG nicht vorgegriffen werden darf, wieso verhält man sich dann in der Öffentlichkeit, wieso verhält sich dann der Verkehrsminister in der Öffentlichkeit dazu ganz anders? Noch einmal, seit dem 14.06. wird weitergebaut. Der Antrag ist natürlich somit durch die Erfüllung des Beschlussteils weitgehend erledigt. Aber ich würde doch bitten, zu diesen Dinge nochmal Stellung zu nehmen, und wir bitten auch darum, künftig den Antrag auch entsprechend ausführlich zu beantworten. Vielen Dank.